Ihr fragt euch vielleicht, Kelly, warum startet dein Video im Auto? Warum filmst du das? Trotz professionellen Kamera-Equipment. Auf deinem Handy. Ich habe meine SD-Karte vergessen. So that's on professional YouTuber seit 12 Jahren. Anyways, ich bin wieder in ein tiefes TikTok-Loch gefallen, okay? Ich gehe da auch wirklich immer intensiv rein, okay? Ich verstehe, dass es nicht gut für mich ist, aber diesmal bin ich bei IKEA Game Changers gelandet. Bei IKEA Must-Haves. Und ganz ehrlich, wie es mit IKEA ist, man sieht was von IKEA und man braucht eh immer noch ein paar Sachen von IKEA. Und dann denkt man sich, ich fahre zu IKEA. Und dann ist der Geldbeutel leer. Den ganzen Struggle wollte ich mir sparen. Deswegen habe ich einen Click-and-Collect-Termin ausgemacht. Damit ich gar nicht erst in die Verführung komme, mehr zu kaufen. Deswegen hole ich jetzt die Sachen ab und dann zeige ich euch die IKEA Game Changer. I'm back. Ich bin jetzt doch noch mal rein. Okay, ich bin schwach geworden. Was soll ich sagen? Das letzte Mal, als ich hier drin war, habe ich meinen Geldbeutel verloren. Es war eine sehr traumatische Experience. Und es ist mir erst 3 Tage später aufgefallen, aber er war beim Lost and Found. Also doch nicht so traumatisch, I guess. Ich hätte es einfach lassen sollen. Ich hätte einfach nicht hier reinkommen sollen. Warum macht man immer den gleichen Fehler? Immer. Ich denke mir halt, warst du überhaupt bei IKEA, wenn du diese Dinge nicht mitgenommen hast? Scheiße, jetzt bin ich ein bisschen zu weit unten. Ich sag euch Folgendes, diesen riesen Spiegel, den ich einfach nur geholt habe, weil er in diesem einen TikTok umgefallen ist. Aber es ist ein Must-Have-Spiegel, okay? Es ist einer, aber ich habe ihn nicht mitgenommen. Ich habe ihn direkt wieder zurückgegeben. Der war einfach viel zu riesig. Viel riesiger, als ich es mir vorgestellt habe. Dazu schicheln. Kennt ihr das? Ihr lest Maße und dann seid ihr so, ja, okay. Und dann seht ihr das in echt und dann seid ihr so, what the fuck? Wahrscheinlich nicht, okay? Aber bei mir ist es passiert. Aber wir tun so, als wäre nichts gewesen. Und fangen mit dem ersten Game Changer an, der direkt ein Bastelprojekt ist. Ich liebe Basteln. Und zwar haben wir hier einmal einen Luftmesser. Ich muss sagen, ich habe gar nicht verstanden, was sie meint, als sie das im TikTok gesagt hat. You need the Luftmesser lamp. Und dann brauchen wir einmal Zylindervasen. Da kommt auch direkt das zweite Eingeständnis. Mir ist da ein kleines Unglück passiert. Ich meine, zum Glück sind das 3 Stück, okay? Und die wichtig war, ist heile geblieben. Bringt mir das jetzt Glück oder Pech? I don't know, Leute. Diese ganze zwischen den Jahren-Zeit stresst mich. Ich wette, ich bin nicht die Einzige. Bin ich schon wieder schief? Diese Bastelaktion hat einiges an Vorbereitung bedarf, okay? Wir müssen ja schließlich basteln. Das erstmal abwischen. Das ist so cold. Schön mit dem Pulli abwischen. Classic. Anyways, seid ihr ready für die Magic? Vase. Es ist eine coole Vase. Wow. So beautiful. Nee, das finde ich cool. Beugt ja dem einzigen Problem, das man mit IKEA hat, vor, dass jeder den gleichen Scheiß zu Hause hat. Aber das hier ist ja dann quasi ein Twist. Und keiner hat das. Und das sieht voll fancy aus. Das sieht aus wie so eine 50-Euro-Vase. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hat das auch gesamt 50 Euro gekostet. Was ich jetzt vielleicht noch machen würde, ich würde das vielleicht noch ankleben, dass es nicht so rumfliegt. Obwohl, das steht ja auch eigentlich nur. Das ist ja eine Vase, die bewegt man ja nicht. Klebe ich nicht. Hast du was auf TikTok? Beautiful. Stößt auf reinste Begeisterung. Next. Schnurrad. Ich glaube, das ist ein recht neues Item und es ist ein Organisations-Item. Und Leute, ich liebe Organisation. Ich liebe Organisation so sehr, dass ich natürlich nicht nur die Sachen gekauft habe, die ich kaufen wollte. Deswegen genießt eine Collage der Dinge, die ich so oder so geholt habe in meinem IKEA-Wahn. Versuche nicht, dem IKEA-Konsum zu verfallen. Bleibe ruhig. Nicht alles muss geordnet sein. Nicht immer braucht man IKEA-Teile, 200.000 Stück, um sein Leben in Ordnung zu bringen. Verfall nicht in die gleiche Falle wie ich.
Wer von euch hat den IKEA-Browser geöffnet? Ich bin tatsächlich sehr excited. Ich lieb's. Okay, das sieht ein bisschen aus wie so ein Mikrowellentablett. Eigentlich machen es die Namen erst richtig fun. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Kriege ich es ohne die Anleitung hin? Nein. Ich muss dazu auch sagen, IKEA-Anleitungen sind die leichtesten Anleitungen auf dem Markt. Das ist kein Spaß, wirklich, ist kein Spaß. Sobald ihr irgendwas, weißt du, wenn man so erwachsen wird langsam, denkt man sich so, okay, ich will jetzt nicht auch nochmal mein 200. IKEA-Regal, das in jeder anderen Wohnung steht, dann guckt man sich auch mal andere Möbelhäuser-Sachen an und so. Ach, das reflektiert übertrieben hier. Anyways, ich kann nichts anderes aufbauen, nur IKEA. Jetzt habe ich so geprahlt, ich verstehe gar nichts. Im Zweifel einfach machen. Ich check's doch einfach nicht. Okay. Ach so. Man slidet das rein quasi. Das ist ein sehr kompliziertes System. Mein Gott, sobald ich die Kamera ausgemacht habe, hat es einfach funktioniert. Das ist wieder ein Classic. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das hier ein ziemlich komplexes Dreh- und Klicksystem. Lovely, let's try it. Wow. Hier wird gegessen, okay? Da kommt man ja gar nicht auf einmal ran. Wisst ihr, was ich meine? Muss man alles aufräumen, um nach ganz hinten zu kommen. Nicht mit IKEA, das sage ich euch aber. I see, es ist voll zu wenig Platz da. Deswegen dreht sich das so crazy. Hallo? Oh. Hä? Der ist ja viel zu klein. That's what she said. Wie viel Platz muss denn da bitte sein? Scheiße, Mann. Da muss nach hinten viel mehr Platz sein. Der muss viel tiefer sein. Scheiße. Ey, ich glaube nicht, dass da stand Achtung auf die Maße, falls du einen kleinen Dreckskühlschrank hast. Also beware of that. Okay, falls jetzt ein bisschen Tumult im Hintergrund ist, es sind einige Gäste angekommen. Aber wir machen einfach fröhlich weiter. Look at this little thing. I love it. Das hat gar keinen Namen, oder was? Stühl. Excuse me, aber... Ey, ich sehe gerade, ey, das ist genial. Das hat sogar so verschiedene Liegestufen. Wie geil ist das denn? Das ist nicht nur cute, das ist auch noch praktisch. So IKEA. Das ist bis jetzt das Krasseste. Ich lieb's, ich stelle das auf meinen Schreibtisch. Und hier kann man sogar hier, tick, Ladekabel einstecken. Wupp, Hammer. IKEA makes me emotional. Ey, mit dieser Lampe habe ich eine Story, okay? Ich habe so viele TikToks darüber gesehen und ich habe ja Click and Collect gemacht und die war nicht lieferbar, die gab es nirgendwo. Aber Kelly, du hast sie doch auf dem Tisch jetzt. Ich bin da durchgelaufen, nichts ahnend und dann war die da einfach und ich denke mir so, rude, aber Hammer. Das war eine nice Surprise. Und es ist so ein IKEA-Ding, das sieht halt nicht nach aus. Das sieht richtig Designer aus. Designer. Oh mein Gott. Mit so diese Kabel. Fancy sieht das aus. Da weiß man, man hat Quality-Shit. Irgendwie ist sie auch so ein bisschen wie so ein stylischer Pilz. Hammer. Natürlich habe ich da direkt auch die passende Glühbirne. Glue. Ich hasse es, Glühbirnen einzuschrauben. Oh, die wird sich so gut machen. Oh, so minimalistisch, aesthetic. Okay, seid ihr ready für die Erleuchtung? Oh, wie angenehm. Die leuchtet so angenehm gelb. Das hat so was richtig Beruhigendes an sich. Wie gesagt, selbst wenn ihr die nicht liefern lassen könnt und nicht beim Click und Collect sieht, lauft durch. Vielleicht ist sie da, steht die da einfach ganz frech trotzdem in eurem IKEA und keiner weiß davon. Es waren auch voll viele von denen noch da. Ich bin so glücklich, weil ich habe nicht mal wirklich danach gesucht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe es einfach gesehen. Und jetzt bin ich so froh, dass ich das Ding hier habe. Widersteht dem IKEA-Drang. Ich habe es auch nicht geschafft. Was laber ich eigentlich? Achso, ich habe ganz vergessen zu sagen vorhin, es ist halt ein Lampenschirm, der zu einer Vase gemacht wird. Das macht's halt so genius. Wisst ihr, was ich meine? So creative. So, next. Korb. Smarra. Ich dachte, da steht Sambra. Wenn ihr euch denkt, das kann ich irgendwo hinlegen und dann random Sachen da reinmachen. Nein, es ist für den Router, weil der hässlich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht ein Feuerrisiko darstellt, weil das Holz ist und ein Router vielleicht warm wird und Elektronik.
Like und seid einfach gewarnt und vorsichtig bei allem, was ihr da draußen tut. Aber eigentlich eine cute Idee. Da macht man einfach hier unten so ein Loch rein, wo man das Kabel rausführt. Guck mal, dann kann man so Sachen da drauf machen. Voll cute. Unser Router ist halt gequetscht neben dem Drucker, aber könnte trotzdem cute aussehen. Ich mach mal ein Loch rein. Mach ich jetzt ein random Loch oder gucke ich? Okay, ich habe jetzt doch geguckt. Es sind diese zwei, die ich entfernen muss. Ey, das fand ich so eine cute Idee. Das ist halt really hack und es ist nicht mal so schwer. Vorher halt Trash hier einfach reingestopft. Muss ich kurz alles hier mal ausstecken. Oh mein Gott, so beautiful. Da kann man den sogar wieder hier hin machen. Aber es sieht so ein bisschen ordentlicher und cuter aus. Ich bin begeistert. Das hier sieht vielleicht aus wie ein Stoltet-Schneidebrett, aber man kann es so vielseitig nutzen. Am meisten hat mich eigentlich beeindruckt das mit den Büchern, weil das andere ist irgendwie trotzdem so Kitchen-Style, weißt du? Eigentlich könnte man da auch einen Hundenapf drauflegen, dann hat man einen erhöhten Hundenapf. Boom! Bücherregal. Habe ich hier Bücher? Mehr random Bücher kann man wirklich nicht haben. Ich glaube, keiner hat so eine random Ansammlung. Pass auf. Hans Kafkas Die Verwandlung. Eine Tube Clash DVD-Box. Ein YouTuber-Ausmalbuch. Das bin ich. Hä? Boom! Sexy. Mein cute me. Ein 9. Klasse Gymnasium Schulbuch. Ja, ich bin eine Aufgabe in einem Schulbuch. Wer kann das von sich behaupten? Wie profitieren Unternehmen von Influencern? Entnehmt den Interview, warum Influencer für Werbetreibende interessant sind. Passt den Text schriftlich zusammen. Hab ich Schule gehasst. Das YouTuber-Jahresbuch. Webstars 2017. Ich mach diesen Scheiß schon viel zu lange. Empfänger des Gold Play Buttons 2015. Ach du Scheiße, das ist einfach nur eine Liste von Leuten, die den goldenen Play-Button im gleichen Jahr wie ich bekommen haben. Das sind ganz schön viele. Wer weiß, wie viele von denen überhaupt noch YouTube machen? Wisst ihr, was ich meine? Gordon Ramsay? Bitch. Ja gut, man muss halt auch schöne Bücher haben, wa? Versteht ihr? Also man muss einfach auch ästhetische Sachen haben. Und ich denke mir so, ich brauche nichts Ästhetisches. Ich bin schon ästhetisch genug. Ich hoffe, ihr habt etwas Inspiration gewonnen. Vielleicht inspiriert euch das auch einfach dazu, mal out of the box zu denken und zu gucken, creatively, was könnte man noch mit diesem Gegenstand machen, der spezifisch für eine Sache da ist. Wisst ihr, was ich meine? Creative. Ich finde es auf jeden Fall toll. Ich fühle mich auch jetzt irgendwie, wisst ihr, indem man Sachen um sich herum organisiert, organisiert man irgendwie auch hier im Innern was. IKEA heilt was. Sieht in meinem Innern. Anyways, das Gefühl hält auch nicht lange. Bis zum nächsten Ordnungskick. Bye!